Hallo, mein Name ist Maxi Eggestein. Ich wurde 1996 in Hannover geboren und spiele jetzt seit 8 Jahren für Werder Bremen. Ich spiele im Mittelfeld und habe die Nummer 35. Das Fußballspielen habe ich in Garbsen gelernt und heute treffe ich auf den Vize-Weltmeister Marco Bode. Ja moin, ich bin Marco Bode, inzwischen alter Mann, 50 Jahre geworden in diesem Jahr. Habe 13 Jahre lang als Profi für Werder Bremen gespielt, auch nur für Werder. Ja, ich habe auch ein paar Länderspiele geschafft, bin Vize-Weltmeister geworden am Ende meiner Karriere und auch Europameister. Kein Mitleid, ey. Marco, wie war das früher bei euch? Wer hat da die Elfmeter geschossen? Also so im normalen Spiel war ich das eher nicht. Meine Elfmeter-Erfahrungen sind eher so Erfahrungen vom Elfmeterschießen. Und da habe ich im DFB-Pokal-Halbfinale mal den entscheidenden verschossen. Da war ich übrigens als Siebter dran. Das ist echt schwieriger, wenn du drauf wartest und immer nervöser wirst. Und dann habe ich aber für mich so gesagt, hey, wenn es das nächste Mal zum Elfmeterschießen kommt, dann sagst du dem Trainer, ich will am Anfang schießen. Insofern, mein Learning ist, wenn du aktiv Verantwortung übernimmst, ist eher leichter, als wenn du drauf wartest und nachher irgendwie gezwungen bist. Ja. Ne? Wie ist es bei dir? Bist du nervös, wenn du zum Punkt gehst? Nee, früher in der U17 habe ich immer versucht, so ein bisschen ein bisschen zu experimentieren. Und das habe ich mir komplett abgewöhnt und habe einfach gesagt, ja, du gehst einfach entschlossen zum Elfmeter, nimmst dir vorher eine Ecke und dann schießt ihn auch da rein. Ja. Und das hat mir dabei geholfen, auch meine Elfmeter so ein bisschen zu verbessern. Ich glaube, das ist aber auch, das Thema Elfmeter hat natürlich auch mit so einer Fehlerkultur zu tun. Ne? Also ist das schlimm, wenn du die Verantwortung für die Mannschaft übernimmst? Also es geht ja im Grunde darum, dass du über dich hinaus denkst. Ne? Du bist sozusagen dann in dem Moment verantwortlich für die gesamte Mannschaft. Und das kann natürlich Druck erzeugen. Aber wenn du im Team irgendwie das Vertrauen hast und weißt, hey, Fehler sind okay und ich darf hier Fehler machen, dann hilft das natürlich brutal. In den letzten 2 Jahren bist du ja sozusagen, hast du eine extreme Entwicklung auch so in der Profimannschaft genommen. Warst du auch in der Jugend schon jemand, der so ein bisschen mehr Verantwortung übernommen hat in einem Team? Ja, also als ich in der U17 gekommen bin, war ich erstmal einer der Jüngeren. Und da ging es für mich auch erstmal einfach so rum, dass sich ein bisschen einzuleben. Und im zweiten Jahr war es dann so, dass ich einer der Älteren war. Und da hat man dann schon gemerkt, dass man so ein bisschen vorangehen muss. Und dann mit der Zeit entwickelt man sich halt dazu, dass man selber Verantwortung übernimmt für das große Ganze. Und das ist einfach so ein Prozess, glaube ich. Ich finde ja immer, Verantwortung hat auch was mit ein Stück weit Vorbild sein zu tun, wenn man anfängt, an das Ganze zu denken, dass du eben nicht nur schaust, kriege ich meinen Pass an den Mann, sondern auch die anderen mit so ein bisschen sortierst. Von außen habe ich immer den Eindruck, Verantwortung übernimmt jemand, wenn er auf dem Spielfeld rumschreit oder eine Rudelbildung macht oder sowas. Und das ist halt, da steckt viel mehr dahinter. Ich finde, Verantwortung geht in erster Linie einmal über Leistung zeigen und sich dort nicht zu verstecken. Und da geht es in erster Linie nicht immer nur darum, auf dem Spielfeld rumzuschreien und irgendwelche Leute anzuschreien. Mit Schreien, glaube ich, hat es sowieso. Ne? Also man kann auch still oder vielleicht sogar introvertiert sein und trotzdem irgendwo eine wichtige Rolle übernehmen. Ich finde auch wichtig, dass die Verantwortung gerade innerhalb so einer Mannschaft verteilt wird. Also dass man nicht den einen Kapitän Absolut. Hat, der alles macht. Und ich finde, das Allerwichtigste ist vielleicht, und das gilt ja auch für unsere Gesellschaft insgesamt, wenn es dann so in Richtung Schwächere geht. Also die Führungsspieler, die müssen ja auch auf die schauen, die sich vielleicht manchmal nicht selbst helfen können. 26, 27, 31, 34, 41, 42, 43. Dreht nochmal. 712, 13, 715, 719. Wie war es eigentlich bei dir, als du jetzt die Möglichkeit hattest, Aufsichtsratschef zu werden? Warst du sofort begeistert? Also ich habe mir das schon genau überlegt, weil ich auch nicht so blauäugig in diese Rolle reingehen wollte. Verantwortung heißt ja immer auch eine gewisse Verpflichtung, dann auch verlässlich da zu sein. Und natürlich gibst du da ein bisschen Freiheit vielleicht auch auf. Und wenn du aber hier als Aufsichtsrat hast du ja irgendwie auch diese Verantwortung für den gesamten Club. Aber hey, wir haben hier 160 Mitarbeiter und im Team daran mitzuhelfen, dass der ganze Club gut funktioniert. Ne? Vorhin hast du gesagt, dass du, wenn du Verantwortung übernehmen willst in der Mannschaft, erstmal vor allem
durch Leistung überzeugen muss. Aber andererseits, was denkst du? Also man ist ja auch nie perfekt. Und ich finde, du kannst auch verantwortlich sein und einen guten Job machen, wenn du mal schlecht spielst. Ich glaube, zur Verantwortung übernehmen gehört auch ein Stück weit, dass man sich selber Fehler eingesteht. Und dass es dann darum geht, dass man die einfach die richtig korrigiert. Zeugt dann auch von Größe. Finde ich ganz wichtig, weil wenn du selbst zugibst, Fehler zu machen, dann ist das für manche irgendwie ein Zeichen von Schwäche. Dabei ist es eigentlich ja ein Zeichen von Stärke. Ich glaube auch, dass man aus den Fehlern, wenn man sie richtig analysiert, auch sehr viel mitnehmen kann. Hier ist es für uns alle, die im öffentlichen Bereich arbeiten, sehr wichtig, dass wir dort eine Vorbildfunktion übernehmen. Ja, also in meiner Rolle heute als Aufsichtsrat finde ich das eben extrem wichtig, dass Werder auch für was steht, dass wir eben irgendwie Toleranz, Offenheit, ne, dass jeder seine Meinung sagen darf, dass wir niemanden ausgrenzen. Ja, ich finde es auch wichtig, dass wir für gewisse Dinge auch klare Kante zeigen können. Das glaube ich auch. Das ist ein guter Ausdruck, klare Kante. Also wir sind ja ein Fußballclub und wir machen nicht täglich Politik. Aber nee, mit allem, was du sagst, gehen, ja. Und wenn Hubertus als Präsident sagt, irgendwie Werder und AfD passt nicht zusammen, finde ich das eben wichtig, das auch mal mutig zu sagen. Gerade weil der Sport halt auch vieles verbindet. Also im Fußball geht es halt nicht darum, woher kommt jemand, was hat er für einen Glauben, wie sieht er aus oder sonst was, sondern es geht lediglich darum, kann er Fußball spielen oder kann er nicht Fußball spielen?